Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play From Dusk. Geht wieder weiter. Das letzte Mal haben wir hier ein bisschen verbrannt und wieder aufgebaut. Jetzt sollten wir irgendwie noch auf diese andere Seite rüberkommen. Ich sehe gerade, dass es hier einen Abfluss hat. Das heißt, wir könnten es uns wenigstens ein bisschen erleichtern mit dem Lava, was wir oben sowieso im Übermaß haben. Da kann ich hier ein bisschen was versperren, aber ich erwarte nicht zu viel. Denn wenn wir einfach ein bisschen weniger haben, dann ist es immerhin bis jetzt gar nicht so, es kommt schon wieder eine Welle. Das habe ich doch groß genug gemacht. Sieht so aus, als ob es funktionieren würde. Eben hier, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber mehr nicht. Also Wasserpfeile kann machen. Noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Ach, die haben schon wieder nicht geschafft. Wir haben doch von dem toten alten Rift. Falls es noch geht, man kann weit sehen, sehen, wenn es gefahrt. Ja. Ah, das Wasser fließt, wie schon, man sieht es gleich. Zuerst mal hier ein bisschen abdecken. Da oben Wasser reinkriegen, was passiert dann? Recht wenig. So, jetzt muss ich irgendwie da drüber kommen, aber da haben wir hier jetzt versperrt. Das heißt, wir müssen jetzt hier versperren. Dann geht es wieder dort durch und das heißt, ich sollte hier. Und du kannst mal aufhören, da oben so viel Lava zu sein. Das nervt langsam. Ja, die Hälfte Güte mit Palmen bedeckt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Raus. Wenn man alles macht, dann wird das alles wieder hier anderes Gebiet.
deswegen kann ich mir auf der einen Seite ausbrechen. Ich meine, wir hier jetzt einen riesen Berg haben, der nicht halten soll, was er verspricht. Aber ihr seht ja, es ist eigentlich der normale Dreckboden gewesen, aber jetzt ist er Stein geworden wegen dem. Die haben keinen Übergang. Das hat jetzt einen Übergang. Oh, bis Tiere kommen da, das sind noch Ewigkeiten. Ich glaube, da muss ich das ausnutzen. Nein! 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 Ich habe außerdem auf 1 gedrückt, statt auf Q. Jetzt kommt die Vegetation nicht drüber. Dammit. Ah, der will jetzt da drüber gehen. Ja gut. Und Vegetation, du schaffst es auch über. Na, ah, hier schon wieder. Eins gedrückt und Q. Schon cool. Der Typ ist das rübergebracht, er hat er. Jetzt wird man gleich hören, dass sie trotzdem das Musik spielen werden, auch wenn eigentlich das gehen sollte. Ja, was geht da Wasser hier durch? Okay. Eben seht ihr. Ah, Tiere sind jetzt schon da. Ging ja schneller als erwartet. Ich habe so ein gutes Gewissen dabei, aber ich will es ja mal versuchen, dass ich hier eine Brücke aus Lava mache. Das ganze Gebiet ist in Palmen bedeckt. Naja.
passt. Egal, gehen wir ins Ziel. Wo ist das Ziel denn? Hier hinten. So, die gehen dort durch und dann kann ich das Wasser ja hier durchlenken. Und da hier ist alles mit Palmen bedeckt, ist jetzt eigentlich nicht mal so ein Vorteil, da ich jetzt eigentlich alles verbrennen werde. Wenn ich das Teil von da benutze. Ja, es hat funktioniert, ohne dass ich es ausgeleert habe. Ich muss einfach schaffen, das zu löschen, bevor was Schlimmeres passiert. So, nachher durch Lava, dieser Stein, der ist nicht gerade sehr passierbar, weil er sich nicht anpasst an die Umgebung. Das sollte theoretisch reichen, sonst kann ich sicher halt noch das machen. Aber man sieht schon, dass es gerade vom Cursor raus sie fast so reinfriert, weil es so eine Wellenform gibt. Ihr müsst es durch Wasser schützen, welches sich nicht bewegt, ist ja gut. 2 von 5, 4 von 5. Wir sind gleich fertig und Artefakt sehe ich auch gerade nicht, also lassen wir es mal gut sein. Wir haben einen Vorgeschmack von der Erde. Sobald wir diese heute Fragmente der Erinnerung zusammengetragen haben, werden wir wie sie sein ganzer Menschen, oh mein Gott. Sie sind auf der Suche nach sich selbst. Mit den Masken. Naja. Quellen. Das ist eine neue Kraft. Diese friedliche Oase lädt uns zum Verweilen ein. Doch spielt uns der Schamane einen auf, den die Alten hervorgebracht haben. Schreckt, dass sie weiterziehen mussten. Hier ist es wie die totenstille See. Sie birgt gefährliche Geheimnisse. Totem? Totem da hinten. Ach nee, das war dieses scheiß Gebiet, da überall versteckte Quellen waren. Oder war das Gebiet, was plötzlich das Boden sich bewegt? Ich kann nicht sagen, welches Gebiet es war. Weiß einfach, dass ich vorsichtig sein muss. Und ich brauche dringend das Wasserschutzteil. Bevor ich hier den Boden zu stark verändere. Menschen können diese Vegetation nicht durchqueren, ja. Weiß. Das sind aber keine Feuer, das sind nur anderes Zeugsel. Diese Teile schützen, glaube ich, dass Wasser nicht durchkommt. Die hat auch eine Fähigkeit? Nee. Das ist einfach ein Dorf, da habe ich immerhin ein Dorf. Eine Quelle gießt sich aus der Erde in einen Fluss, so fängt Gestein sich daran hindern. Da seht ihr, ich habe aus Versehen eine Quelle aufgedeckt. Ich habe ein Dorf errichtet, aber ich bin sonst nicht ganz fertig.
Wasser gefrieren habe ich immerhin. Die Trocknung kann die Vegetation nicht von allein gedeihen. Du musst Wasser beschaffen, damit die Palmen wachsen können. Ja, ich weiß. Und darf ich raten, wenn ich jetzt hier irgendwo grabe? Oh, ich habe mal irgendwo gegraben, wo es kein Loch hat. Keine Quelle hatte. Wow, ich bin gut. Hier hat es was vergraben. Ich mach mal diese Quelle hier hinten wieder zu, weil ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Und hier. So, jetzt haben wir momentan beinahe kein Wasser. Dort hinten wieder eine Quelle aufgemacht. So, wegen Wasser sind die jetzt geschützt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo... Hier zum Beispiel hat das auch eine Quelle. Die töten, glaube ich, diese Teuxel ab. Hier hoch muss ich noch irgendwie kommen. Das ist so viel, ich weiß auch, so jetzt sicherste Ort. Ah, die kommen nicht hoch. Seht ihr, hier ist schon wieder eine Quelle. Was hier momentan egal ist, ob da Wasser ist oder nicht. Was sieht das so? Sie scheinen hochzukommen zu können. Habe ich mal das sicherste Teil. Oh, da kommt jetzt hinten noch Wasser raus. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oben ist eine Quelle. Das Problem hier ist ja, man, das neue Kraft des Odens. Ja, Verdunstung, das kann auch noch gut sein. Gut, nützlich und gut sein. Das kann man ein bisschen aufdecken, ob da irgendwo noch Quellen sind. Ich habe in diesem Gebiet hier, will ich ein bisschen was noch bringen. Also hier hat es sicher Quellen. Ich habe irgendwo Wasser gehabt. Schon Quellen da, da oben hat es doch eine Quelle gehabt. Hier oben irgendwo. Ja, genau da oben. Und sonst bitte nach vorne. Dann hat es ja hier oben irgendwo noch Quellen. Hier hat es eine Quelle. Gut so. Seht ihr, ich habe jetzt gerade drei Quellen hintereinander aufgemacht. Ist nicht so praktisch, wenn man noch keinen Wasserschutz hat. Oder Verdunstung. Hier scheint irgendwo ein Abfluss zu sein. Muss ich mir merken. Ja, und ein Problem ist, wenn man eine Quelle aufmacht und das Wasser dann durchfließt, könnte es sein, dass man noch eine andere Quelle aufmacht. Dann immer so weiter. Und jetzt seht ihr schon, wir haben eine Wüste gehabt und jetzt ist es ein
großer Teil schon unter Wasser. Aber hier noch nicht. Gerade was der für philosophische Sachen sagt. Da kann jemand von euch da hochkommen und ist es unmöglich. Das ist momentan noch unmöglich. Ne? Vielleicht Wasser. Ja, hier kann man die Palmen recht schnell verbreiten, wenn man so wie ich macht, aber dafür braucht man ja eben die Sachen noch zur Hilfe. Du kommst nicht hoch. Ich habe dir doch einen Weg gemacht. Ja, aber ich muss den Party beenden. Sag ich ja, bis zum ersten Mal, Leute. Ciao.